So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Zusammen mit der Tana, der Aloexis, Hallo. Dem Kuga. Hallo. Und dem Stone. Ich bin nass. Ja. Was eine Einleitung. Ich bin nass. Er hat es Höschen gemacht. Alter, was eine erste Folge. Mein lieber Mann. Alter. Stress hoch 3. Ja, Alpha 16, holla, die Waldfee. Ich nehme mal den Frame hier weg. Machst du hier dann wieder rein? Achso, ja, klar. Machst du. Und dann würde ich glatt sagen, machen wir mal die Häuser leer, wa? Ja, würde ich mal sagen, wir gucken uns ein bisschen rum hier. Friedhof, Wunderföhn. Brauchen wir nicht rein? Nee, ihr könnt mich abholen. Ja, ich bin auf dem Weg. Nee, ihr kommt sowieso nicht. Ich sehe das jetzt schon kommen. Boah, Alter, schwimm schneller, du Scheißding, ey. Leere, leere, leere. Ist da einer drin? Hier ist nichts drin. Super, na toll. Ja, ich hab da, hier bin ich gerade. Lass uns mal zusammen, ich bin immer so. Umsonst, aber, heißt aber das Schöne ist, das können Sie nicht sehen, den tollen Sonnenaufgang hier. Weil, oh, ich bin gejagt. Ich auch. Ja, da, steht, die Sonnenaufgang. Da drin ist sie, die kommt raus. Hallo. Hey, du hast mich geschlagen? Du hast mich geschlagen? Immer Tina. Aber Leute. Was macht eigentlich ein Schirm wieder in so einer kleinen Hütte? Probetanzen. War da noch einer drin? Mir das die hab ich. Hallo, nicht. Das ist mein Casting-Raum gewesen. Wenn du crouchst, ne, wachen die nicht auf, Zoba. Da ist eine Waschmaschine, da sind bestimmt Socken drin. Nö. Sockenfach ist leer. Socken sind nicht hier. Sockenfach ist leer. Wie ihr total an euch vorbeiredet manchmal, das ist herrlich. Ja, das ist schön, dass mich keiner hier beachtet. Mich, Einsiedler hier am Arsch der Welt. Ja, Zoba ist doch auf dem Weg zu dir. Nee, ja, nie ist er nicht. Hat er aber gesagt. Er ist am Weg. Wo ist denn der? Ich geh mal. Warst du schon auf dem Wasserturm, Kuga? Ja, da war ich. Da liegt mein Rucksack. Ich komm und rette dich. Ich komm und rette dich, Stone! Da liegt dann. So, jetzt auf geht's. Auf geht's. Oh, da, oh, Vorsicht! Das ist ein Kaninchen. Ach, da liegt dein Rucksack. Nachdem ich ja letzte Nacht qualvoll verreckt bin. Vom Wolf und von mir selber. Von dir selber? Ja. Qualvoll an dir selber verreckt. Ja. Und nachdem ich mein Wii U-Pad durch die Gegend gepfeffert habe. Und ich hoffe, dass es nicht kaputt ist. Was übrigens sehr laut war. Ich weiß. So für Zuhörer. Ja. Nee, das hat ja keiner mitgekriegt. Gott sei Dank. Wo ist denn der Herr Kuga jetzt? Hier. Bist du auf dem Friedhof? Nö. Da bist du bei der Apokalypse genau richtig. Auf dem Friedhof, da machst du nichts verkehrt. Genau, Zombies spawnen bestimmt nicht in Gräbern, wo Leichen sind. Bestimmt nicht. Oh, eine Wildsau. Wollen wir Fleisch? Ja. Boah, nicht unbedingt. Aber ich glaub, das ist eher was für Kuga, der trifft besser wie ich. Ja, und ich bin dann nicht der Tote wieder, ne? Komm her, du Schwein. Komm her, du Sau. Na gut. Ich treff dich nicht. Oh ja, doch. Nee, das ist schon kommen. Ich wäre wieder qualvoll hier in dem verbrannten Gebiet verrecken. Ich sehe das jetzt schon kommen. Also, kleiner Tipp, nicht durch die Brandnester laufen, weil die können dich anzünden. Die Sau ist sicher. Die Sau ist sicher. Wiederhole. Habe ich gerade gemerkt. Die Sau ist sicher. Die Sau ist sicher. Übrigens gibt es nicht mehr so viel Fleisch von den Viechern. Das haben sie gesagt. Was ist hier denn los, Alter? Können Sie mich erst um Uschi kümmern? Warum hast du das jetzt 20 Mal wiederholt, dass die Sau sicher ist? Damit wir das auch sicher mitkriegen. Also sicher. Also, sicher. Mit Sicherheit. Uschi, lass dir doch mal den Schädel von. Also das Gute ist, wenn ihr Action wollt, dann müsst ihr bei den anderen drei zugucken. Wenn ihr die Landschaft genießen wollt, dann guckt bei mir zu. Also ihr habt hier wirklich alles dabei, zwischen Eis und... Ich bin schon auf dem Weg. So, mach ich erst den Skater-Zombie wahrscheinlich, ne? Oder, Kuga? Den du das erste triffst. Nein, die Sau liegt ja schon, aber wenn ich das Fleisch jetzt da rausziehe, dann habe ich hier gleich Rami Demi auf der Straße. Stone, ich komme. Die rennen ja da jetzt auch. So. Ja. Skater-Zombie erstmal töten. Da ist ja noch eine Stadt. Ich breche ins Essen. Zova holt mich wirklich ab. Das ist ja. Ja, das ist ja wie bei Uber ist das hier. Nehme ich die Sau aus und dann packe ich das Fleisch ins Haus und... Bei Uber.
Die haben übrigens die Fleischmenge reduziert, ne? Müssen wir wohl mehr Tiere legen. Wölfe, ja, Wölfe bringen das, gut. Das war zu viel, was du aus den Wölfen und so geholt hast. Deswegen haben sie das jetzt reduziert. Oh, Vogelnest? So. Vogelnest? Oh, Vogelnest? Vogelnest? Wir bringen das jetzt auch nur in den Kühlschrank, Kuga. Oh, Holz? Oh, das super. Nicht mehr in der Tasche habe. Wo ist er denn? Den nicht, der hat sich bestimmt hinter so einem Baum versteckt. Genau, und er schreckt dich gleich. So. Komm mir auf, ich bin eh so schreckhaft heute. Der Mann ist eh schon fix und alle. Ich brauch was zu essen, Alter. Ich bin schon wieder am... Ne, ich, ja. Ich hab auch nichts zu essen. Oh, hier sind ja die alle. Upsa, das sind, ja. Das ging ein bisschen schief. So. Oh. So war? Ja, Stone? Hallo? Warum hast du Titten? Was hab ich? Warum hast du Titten? Hier, guck mal, schau die noch mal an. Der hat einen Vorbau hier. Der hat Körbchengröße B hier. Was bist du, naja, Stonchen? Egal. Ich will das gar nicht wissen. So, komm, wir gehen jetzt wieder. Begleite mich mal, genau. Also, es gibt aber viel mehr Städte jetzt hier, gell? Ja, das muss ja. Ich... Fleisch habe ich euch in den Kühlschrank gelegt. Wieso in den Kühlschrank? Grillen direkt. Ex und Ex. Ja, ich hab das mal da reingelegt, weil hier draußen gerade. Ja, die Sau verfolgt mich zu weit. Ja. Das ist ein Wildsau. Oh, was ein Bild für die Götter. Hier, guckt euch das mal an. Da könnt ihr gerade den nächsten Sau mitbringen. Ich hab sie geschlagen und jetzt verfolgt sie mich. Na gut, dann gehen wir eben Fleisch kochen. Genau. Damit die Mädchen was zu essen haben, wenn sie nach Hause kommen. Selbst wenn wir friedliche Tiere haben, ne? Wir machen die erstmal aggressiv und dann tun die uns bestimmt nichts. Ich weiß, ich bin da. Du, mir ist ja auch so. Zova, wie schaut's aus mit der Sau? Ich bin nämlich gleich tot. Die Sau ist auch so ziemlich. Okay. Na gut, ich wollte doch nur die Sau mal schlagen. Ja, und die Sau hat mich auch geschlagen. Ich kann ja nur die Sau mal schlagen. Diese alte Aber dafür Wildsau. Haben wir jetzt Fleisch. So. Ah. Ja, bleib weg. Ja, Fleisch haben wir jetzt auch schon. Och Mann, ich hab euch was zu essen besorgt. Jetzt seid doch mal dankbar oder sowas. Unhöfliches Volk, ne? Ja, unhöflich, ohne Scheiß. So was von undankbar, gell? Ja? Hier ein Pack, weißt du? Bada. Hier bringe ich Essen nach Hause und die. Nee, ja. Ich brate schon Essen. Was bist du eigentlich? Was hab ich jetzt mit? Ich habe 6-mal Fleisch mit. Ja, hab ich auch. Und den Nudeln. So, wo ist jetzt unser Häuschen hier? War doch jetzt was irgendwo. Also ich hole ihn ab, was und jetzt rennt er weg. Nee, ey, ich habe nur noch 4-mal Energie hier da. Ich bin noch da, ich habe mich doch nur versteckt vor der Sau. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt hier? Ja, 200 Kilometer weitergelaufen. So ist nicht anhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte ja Angst, dass die Sau noch hinter mir ist. Nicht, dass du sagst, oh, die Sau ist gar nicht mehr da und dann wäre sie noch da gewesen. Ja, ja, geh du mal nach Hause. No! Ich höre wieder irgendwelche Zombies hier. Wo ist denn unser Nachhause? Das schicke Haus in der Stadt. Ja, bei Google Maps funktioniert hier nicht mehr. Das geht nicht mehr. Abgestellt. Oh Gott. Die NASA hat ihre Satelliten abgestellt. Die sind alle runtergefallen. Also ich bin bei der Kirche, da steht auch Kirche drauf. Da steht auch Kirche drauf? Du bist auf der anderen Seite. Warum sind hier zweimal dieselben Kirchen? Evangelisch und katholisch. Genau. Genau, das kannst du auch sehen, wie die aussehen, ne? Ja, super, das sind dieselben Kirchen, aber egal. Und ja. Da hinten ist wohl sein Scientology-Hauptquartier, oder was? Genau, das ja. Weiß das ich. Weiß ja. hier hat sich Scientology angesiedelt, gut. Crack your book. Ja, crack a book? Ja. Crack your book. Lass uns gleich mal reingucken. Ich bin aber so gut wie verreckt. Ach gut, dann müssen wir erstmal nach Hause. Bitte und findet jetzt, Crossbows. Aber schau mal her. Und hier gibt's einen Laden, hier steht Books drauf. Ja, vielleicht. Die Scientology-Kirche. Lass uns hier mal reingucken. Ich glaube, die sind da. Wir sind noch Besuch drin. Oh, da ist viel Besuch ist da drin. Hallo, ich Freunde. Ich hab euch zuzuhören. Oh! Nein, ein Hund! Nein, ich jagt dich, zum Glück jagt er dich. Nein, ich bin gleich wieder tot. Drecksköter, nein, so ein scheiß Köter auch noch. Oh nee. Kann mal bitte einer kommen? Ich geh auf den Wasserturm. Ja,
Genau, lockt mir zu unserem Haus. Richtig so. Ach, Kinder. Oh, kommt, ich bin gleich tot. Jetzt hört doch mal auf, ey. Wo ist denn hier mein scheiß Rucksack hier? Weg, weg, weg. Köder, ja, Köder. Wo ist denn mein Rucksack? Der ist weg. Oh. Achso, das bist ja du. Komm her, du Mistviech. Warte, man kann die Leute nicht runterschubsen. Doch, geht. Nee, komm, das wäre jetzt gemein, wenn ich Zoma jetzt runterwerfen würde. Alter, ich bin komisch in der Mauer drin. Wir verhungern hier oben. Das Problem ja, ist. Ja, ich bin ja schon da. Wo ist denn der, der Hund? Da unten an der Wand. Der hängt in der Wand. Ja, du kannst ja aber schon da. Ja, komm her, du Dreckstöhle. Hasse. So. Filter ist down. Ihr könnt runterkommen, ihr Kinas. So, ja, hat er nicht mitgekriegt, ne? Ja, runter. Nein! Na super. Achso. Essen. Ja. Kann man den Köder noch schlachten? Ich weiß nicht, ob da was rauskommt. Muss ich gucken. Oh ja, gibt Fleisch. Oh, die Mutti ist noch gar nicht tot. Jetzt ist sie tot. Okay. Hallo. Upsa. Na? Nee, gibt Gammelfleisch, Miste. Ja, schmeiß weg. Das zieht auch manchmal an. Schmeiß das Gammelfleisch weg. Ich brauche jetzt irgendwas zum Heilen. Oben hier sind noch drei Verbände im Schrank und falsches Haus, genau. Verbände sind im Schrank und ich muss auch was essen, um Gottes Willen. Und Essen ist auch oben. Drei Eier mit Speck habe ich fertig. Komm, Zuber. Komm hoch. Ich muss mich auch gerade erstmal essen. Ja. Oh, neue nicht. Verbände sind schon in Arbeit. Ich bin schon am Sammeln. Nee, du musst den Ding nicht mehr reinsetzen. Wozu denn auch? Du kannst den Holzrahmen auch draußen lassen. Das ist ein Zombie auf jeden Fall. Ja, kann ich. Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ja. Na? Aber mein Rucksack war weg. Dein Rucksack war weg? Ich hab das. Ich wusste es auch nicht. Es gab das Gerücht, dass nach der Zeit von X der Rucksack auf dem Server despawnt. Okay. Frag mich aber nicht, was Zeit X ist. Und wo seid ihr jetzt? Oben auf dem Dach oder was? Ja. Ja. Naja, ich nicht. Ich bin gerade das Haus hier nebenan am leer machen. Oh, einer ist hier drin. Gut. Ach komm, ey. Fuck, ey. Fuchse Mutti. So, wo seid ihr? Was hier? Essen. Na komm, also. Zombie, komm raus hier. Saufen ein bisschen. So. Komm. So verbannt. Benutzen. Benutzen. Ich will einen Kühlschrank. So, das kann nochmal gebraten werden. So. Ich will an deinen Kühlschrank. Fertig. Ah ne, bist du noch drin? Okay, alles klar. Mhm. Gleich. So, ja. So. War hier sonst noch was? Nee, ne? So, jetzt. Ich bin jetzt erstmal wieder safe. Ah, okay, das heißt, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich 20 mal Fasern hier habe. Warum habe ich Warte, warte. Suppe. Das einmal raus, nix. raus. So. Unsere also Waschmaschine da draußen? Kerze mitnehmen. Plus 3, plus 1. Nix drinnen. Gammelhaus hier. So, zerlegen. Fertig. Raus. Ups, oh, jetzt. Da. Runter, 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 runter. So. Hier, da links. Wieder so warm, ja? Ich hab doch extra den Sonnenhut angezogen. Warum ist mir denn so warm? Wolltest du mit rausholen oder wolltest du hier bleiben? Nee, warte, ich komm mit. Ich hab nur meinen Schlafsack gesetzt, damit ich jetzt auch. Oh! Schlange. Warte, so, warte. Ja, ich warte. Wo bist du denn jetzt? Draußen an der frischen Luft. Und du kannst, dann tu doch wenigstens so einen blöden Rahmen da hinsetzen hier wieder. Friendly Fire. Das ist alles, was ich mache. Friendly Fire. Ja. Wie heißt es so schön? Tu wenigstens so, als ob du nützlich bist. Ja, mach ich doch. Versuche ich. So, aber ich bräuchte erstmal einen Knüppel oder sowas. Hast du sowas nicht? Nee, nicht mehr, weil doch mein Rucksack weg ist. Ich muss erstmal alles einsammeln. Du kannst aber schon mal vorgehen, ich komme dann gleich nach. Du leistest einen Hinschlag? Ja. Oh Gott, Hinschlag ersten Status. Ich habe einen Kugelschreiber gefunden. Das ist Kugelschreiber? Warte. Wartet.
Na, Mister? Da war so ein Kugelschreiberzeichen gewesen. Ach, das ist ein Journaleintrag. Ach so. Ich höre eine Schlange. Ja. Ich höre eine Schlange. Ach, jetzt gibt's doch noch Schlangen, oder was? Ja. Ja. Hey, da hört doch mal auf, mir hier sowas zu erzählen. Echt ohne Witz. Ich bin jetzt schon total überfordert mit dem Spiel. Überfordert. Oh, ich habe Kleber gefunden. So. Kleber. Ich räume gerade ein Haus nach dem nächsten aus. Möchte hier, hier jemand begleiten, hier sind große Häuser? Ich möchte auf jeden Fall ein Antibiotika, wenn du eine findest, oder einen Honig. Ja, ich denke an dich. Weil ich mag nicht den Freitod. Du wirst wahrscheinlich mittlerweile Antibiotika brauchen, oder? Nö, noch nicht. Ach, die Tür ist offen. Also Leute, mein Charakter schaut aus, als ob er in die Hose gepinkelt hätte. Es hat geklappt. Ich konnte da reinschleichen, den ganzen Kram leer machen und wieder rausgehen. Ja, es geht. Okay, aber Zuba, da hat ja auch wahrscheinlich eventuell einer Honig in der Tasche haben könnte oder ein Antibiotika, würde ich die Mobs alle töten. Lass uns mal jetzt hier in diesen Buchladen gehen. Ja, wo bist denn du? Hinter dir. Hier. Ja, dann bitteschön. Also immer zu mir. Also wenn Zuba wüsste, was ich gefunden habe gerade. Alter, das ist unfair. Das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Nein, lauf. Was hast du wieder gefunden, ne? Ein Anmalbuch. Oh. Ein Anmalbuch, wow. Ich möchte auch ein Anmalbuch. Zahlen? Ich habe ein Anmalbuch, habe ich. Oh, ich muss mal eben gucken, wie viele Pfeile habe ich noch. Ich möchte auch ein Buch haben. Ich hab's nicht gelesen, also du kannst Mist. Das gerne haben. Ja, was brauche ich denn? Steine. Da fehlen schon wieder Steine. Ich bin doch immer so ein Freund von Wahlen nach Zahlen und sowas. Ja gut, da meine Lesenskills nicht so stark sind, kann ich dir nicht sagen, was da drin ist, was da für ein Bild rauskommt. Er weiß nicht, was er will. Naja, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich. Tödlich ertroffen. So, pass mal, der andere geht wieder schlafen. Sehr, sehr schön. So, wir gehen jetzt schon hier mal rein, oder was? Ja, wir gucken hier mal rein. Also, ihr geht jetzt Bücher jagen? Schönen guten Tag, ist jemand zu Hause? Ist jemand da? Da ist bestimmt jemand da, ich weiß es doch. Die Kasse ist leer. Was? Kasse ist leer. Zova, das Fenster ist offen, da musst du nicht so. Och, Zova, hier ist doch ein Fenster offen. Ja, sag das doch. Mann, da geht einfach. Oh, nee, du. Nee, Mann, da schlägt das erst mal alles ein, du weißt. Erstmal alles kaputt gemacht. Da macht er erstmal so einen Stress hier und sowas. Oh, ich hab Token gefunden. Und Kolibris. Ganz viel. Was hast du gefunden? Kolibris. Kohle. Oh, hier. Wo bist du denn? Oh. Was zu lesen. Dran, und was zu lesen. Oh, super. Ne? Habt ihr gehört? Bitte? Ja, wir hören dir zu. Sind was? Aber so gespannt hier in dem. Was oh, 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 hier liegt einer. Ja, gleich klein machen. Echt klein. Ja, der hat mich entdeckt, Zuba. Was soll ich jetzt machen? Tot. Stell dich tot. Hinter dir, Zuba, hinter dir. Oh. Nein, ja. Nein, oh, der Schwede. Ein Schlag! Scheiße! Alter, Kerl! Leute! Ein Schlag und tot! Ach so, scheiße, ich hab Zuba vergessen. Zuba? Ja? Der hat sich mal kurz ausgelockt. Ich bin alleine losgelaufen ohne Zuba. Ja. Ich bin jetzt erstmal aus dem Haus gerannt. Zuba, ich komm wieder rein, ich helfe dir, warte. Nee, ich bin gerade resettet. Also. Ihr seid beide umgefallen. Ich mache einen Neustart. Das ist. Oh Gott, Kuga, das wird ein Abenteuer. Ja, das sag ich dir. Ich bring dir übrigens ein bisschen Benzin für deine Kettensäge mit. Juhu! Ich hab ja für auch. Ich habe ja auch Benzin gefunden. Komplett kaputte Autos, die hacke ich gerade ab. Du hast eine French? Nee, das sind diese ganz, ganz, ganz kaputten.
wo dann ein Hauch von nichts dran ist. So, Kuga, wenn du willst, ich habe hier auch noch ein Benzinfassen volles. Ja, damit können wir ja jetzt anfangen. Doch, ah nee, kann ich nicht, da brauche ich erst das Buch für. Genau. Und mit dem Benzin kannst du aber auch was anfangen, wenn ich dir das jetzt mitte. So, nächstes Mal. Alter Schwede. Ein Schlag war ich Feierabend. Da ging so gut die Lichter aus. Ey, du brennst. So, ich muss jetzt erstmal einen Knüppel bauen. Du brennst jetzt nicht mehr. Ja. Was lernen wir daraus? Ein Standard-Zoberrock ist nicht widerstandsfähig. Der muss erst geskillt werden. Das stimmt. Das stimmt natürlich, da hast du recht. So, ich bin aber drin. Meine Tasche. Meine Tasche. Ich will meine Tasche wieder haben. So, alles meins. Oh, Gott sei Dank, ich hab den Knüppel. Durchsuche? Ah, wo liegen die Leichen? Durchsuche. Oh, da kommt noch einer nach hier. Warte mal, was brauche ich jetzt? Federn und Holz und sowas, okay. In eine Küche? Oh, der sitzt bestimmt wieder auf dem Scheißhaus. Kuga, ich sehe das schon kommen. Was, wer? Ich habe hier in der unteren Etage nicht einen Zombie. Dann sitzen die entweder auf dem Scheißhaus oder oben. Nicht schon wieder, alter Freund. Aber weißt du, was ich mal kurz mache? Ich mach mal kurz bei uns am Haus vorne eventuell eine Kiste hin. Auch von draußen. Dass ich meinen Müll immer, dann brauche ich nicht immer auf den Dach irgendwo kraxeln, weißt du? Robert, da ist noch einer hier. Hilfe, hier. Hilfe! Da ist noch einer, das sind noch mehrere. Oh, 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 Mutti ist da. Hier. Ja, ja. Big Mama? Ich sehe schon. Die springt einfach auf das Ding. Ja, wow, muss ich raus, ey. So ja, erstmal raus, an die frische Luft. Die ist ja richtig gesprungen, die Alte. Hast du das jetzt gesehen? Die ist hochgesprungen. Ja. Die ist ganz heiß auf dich. Leute, die Zombies können auch jetzt springen. Jetzt habe ich einen Krampf im Fuß, verdammt. Und ich bin gleich hinter wieder. Ich sehe das schon kommen. Super. Oh, ja. Der Zoba hat sein Fanclub wieder organisiert. Guck mal hier. Zoba hat wieder seine Homies dabei hier. Kuga, ich habe das Benzin an der Kiste, die hier oben unterm Dach hängt, vom Ausgang, vom Haus. Ich habe die unter die Decke gehängt. Damit die Zombies okay. Nicht ran. Da komm, du brauchst du nicht rein. Wie wollen wir denn als erstes erledigen? Hast du auch, ich weiß nicht mehr, was ich fragen wollte. Antibiotika habe ich noch nicht gefunden. Nee, ich wollte was anderes fragen. Honig habe ich auch noch nicht gefunden. Ach ja. Ich wollte was anderes fragen. Egal, was du fragen willst, Armbrust habe ich auch noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht mehr, was ich fragen wollte. Mist. Boah, das gibt's ja nicht. Die sind ja voll widerstandsfähig ja geworden. Da hast du gar keine. Die haben richtig was vor. Aber so wie es aussieht, ist bei mir die untere Etage Boah. Leer. Ey, sag mal ganz also, ey, das schaffst du doch gar nicht. Wow, oh, 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 so. Der da hinten, der Tod. Da hinten. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Tod. Ja, hinter mir, du lockst ihn auch noch hierher, du Knaller. Ja. Ja, der Junge ist ein Knaller. Und nichts kommt nichts. Ein ja. Knaller vom Dienst. Ja, kann man sagen. Denk dran, wir haben Friendly Fire, ne? Friendly Fire. Komm, ich. Friendly Fire. Jawohl. Dass alles so friendly ist. Also irgendwann nicht mehr. Oh, Alter, spiel noch mal rein. Alter, das kann doch nicht angehen. So, jetzt muss das langsam mal. Jetzt muss das langsam mal clean sein hier drinne. Auf in den Buchladen. Da liegt noch einer. Den werde ich mal kurz mal ausknipsen. Ich habe übrigens das Malbuch ist in der Kiste. Ein Malbuch? Ja, ja, er hat für mich ein Malbuch organisiert. Mal nach Zahlen. Richtig. Soll ja auch nicht zu schwer sein, ne? Man sieht nach nur Zahlen von 1 bis 3. Lass mal Antibiotika irgendwo hier sein. Leere Hallo? Gläser. Oh, hallo? Leere Gläser. Na, hallo? Hier ist, in der Küche ist keiner. Dosen, ich bin, ich bin entdeckt. Von wem? Wer hat mich entdeckt? Durchsuche Industrietoilette. Das ist ja geil. Was ist eine Industrietoilette? Automatisch, oder? Aber sei vorsichtig, die können auch auf dem Scheißhaus sitzen. Ja, ich bin noch auf dem Klo hier. Da ist niemand. Okay. Alles safe. Ich kabbel jetzt gerade in die erste Etage. So, und bei meinem Glück liegt Big Mama in der Haus wieder. Okay. Wie immer. Oh, oh, oh. Da ist das Haus meiner Begierde. Das ist eine Waschmaschine? Das Haus deiner Begierde? Ja, die Villa. Ach, die Villa.
Soll ich mitkommen? Ja, du kannst entweder... Oh, da ist ein Hirsch. Nein, ich lasse mich nicht ablenken. Aber du könntest mir vielleicht vorher so erst das Haus schnell noch leer machen und dann gehen wir die Villa? Nein! Oder wolltest du die Villa für uns fertig machen? Hast du eigentlich gesehen, dass hinter uns die Gang fünf Zombies reingekommen sind? Ja, die Gang ist hier reingekommen, ich gehe wieder raus, komm. Komm, Tobar, wir gehen hier wieder raus. Wir gehen. Scheiße, da kommt noch mehr! Ich will aus dem Haus gehen, Alter. Schau das mal an, was da kommt, ey. Das wird eine ganze Horde. Nixen, nicht mit mir. Nee. Ach du Scheiße. Ah, komm hier, komm ein bisschen an die Kante. Lass uns mal irgendwo anders hingehen, ey. Zombie-Kanickel hier. Oh Gott. Oh. Alter. Ey, manchmal siehst du die Zombies aber auch gar nicht, ne? Ey, aber hast du das gesehen? Die springen jetzt sogar in die Fenster rein, gell? Die sind ganz heiß auf uns, glaube ich. So, hier ist nix. Also ich will mich da jetzt nicht hinstellen und sagen. Ja. Yeah. Also in meinem Haus schon, hier war ausnahmsweise so kein Zombie. Ja. Ich habe mal eine Verständnisfrage. Warum kommen hier auf einmal 30 Zombies auf uns zugerannt? Die mögen die dich alle. Das ist das Problem. Nee, das ist keine Horde mehr. Das ist, Das ist schon. Das ist unser Fanclub. Ja, ohne Scheiß, ey. Hab auch voll der Fanclub. Nee. Habt ihr Abonnententreffen oder was? Ja, ich schätze das mal. Das ist auch ein Abonnententreffen, ohne Scheiß, ey. Das ist echt ein Abonnententreffen. Vor allem, da sind so kuriose Gestalten dabei, gell? Ja, also Abonnenten halt. Die Dicke bist da hinten ist geil. Villa, die oder wo bist du? Nö, ich bin draußen irgendwo. Ja, ich hab jetzt hier gerade... Ach da, ich seh dich. Ja, der Typ. Also ich hab grad einen Hirsch erlegt. Ich würde jetzt gerne noch ein Tier erlegen, weil da kann ich eine Forge bauen. Ich hab aber auch schon Tier erlegt. Oben ist schon Leder. Wie viel? Alter, da geht ja Munition durch. Das ist ja die wahre Freude. Okay. Dann gehe ich... Schlimm ist, ich hab ja noch gar nichts. Ja. Wo war danach dann noch? Welches ist denn die Villa gewesen? Was meintest du? Ja. Das ist die Villa. Ja, guck, die hat doch einen Zaun und einen Pool. Ah, okay. Und ganz, cool. Ganz viele Tresore und Bücherschränke. Okay, Leute, sollen wir da gleich mal rein, wenn du die Forge gebaut hast? Also, ich will euch ja nicht beunruhigen, aber. Ja. Also, das schön, Haus hier war leer. Hier war kein Zombie drin. Oh. 3, 2, 1. Jetzt müssen wir weglaufen. Ich habe keine Munition mehr. Okay, ich muss jetzt dann erstmal Zovas Job erfüllen, weil Zova hat ja bestimmt schon hunderte von Leben gesammelt. Was hat der? Hunderte von Leben? Leben. Oh, das ist hier klar, China, wir haben so viel Leben gesammelt, wir haben den ganzen LKW voller Leben organisiert, gell, Zova? Ja. Ja, dachte ich mir. Am besten ist die Fette, die da ankommt, hier mit den Hängetitten. Ah, die ist ja wirklich gut, was? Das picken wir mal. Das ist ja wirklich die. Na gut, dann suche ich mal vorsichtig weiter in den Häusern nach Antibiotika für dich, oder? Ja. Aber Zova, ist es nicht von Vorteil, jetzt irgendwo mal hinzugehen, wo ich mir mal einen Bogen bauen kann und sowas und Federn einsammeln und super, so? Ach super, ich habe zwei Holz und zwei Steine. Na klasse. Alter, das kann ja was werden. Was brauchst du denn? Stein und Holz. Uschi? Komm mal, lauf mal gerade, Uschi. Okay, pass auf, ich geh mal ein bisschen Holz hier organisieren, ja? Ja, das werde ich auch machen. Ist ein Baum? Ja. Alter, die kommen uns ja hinterher. Die werden mir ja, deswegen, du sollst hier mal ein bisschen ablenken und ich hole Holz und Steine. Ja? Oh, in der Küche liegt nur einer. Ja, aber schau mal hier ist zum Beispiel Tana. Wir können die ganze Horde zu ihr mal jagen hier. Tana so. Ist hier am Aufräumen, lasst mal. So war voll den Fanclub, der schaut so geil aus. Ja. Die mögen mich alle. Mhm. Autogramm. Autogramm. Ja, wir beißen alle ein Stück raus aus dem Zoverrock. Hab ich dich jetzt getroffen? Nee, hab ich nicht. Alter, die wär's nicht los. Die sind ja schlimmer als. Ich weiß nicht. Komm, Abonnenten? Nee. Okay, also ich habe jetzt Stein und Holz hier, also du musst jetzt nur sagen, was du brauchst. Dann haben wir ja auch einen Namen für die Folge hier. Abo-Treffen. Abonnenten-Treffen. Genau. Das schaut so geil aus, wie die jetzt hier, wie die hier dir hinterherlaufen. Das ist nur Hammer, ey. Ja. Ich komm her, du. Oh. Was? Ach so, ich dachte schon, die kommen jetzt zu mir. Ach, jetzt seh ich das erstmal. Oh, schön macht ihr das. Lass die mal ruhig bei euch da hinten, ey.
Ja, kann ja. Das jetzt hier nicht gebrauchen, während ich das Haus loote. So. Jetzt wollen wir doch hier mal ein bisschen aufbauen. Oh, die ist noch eine Wildsau. Also wenn du noch Leder brauchst, Kuga, musst du sagen. Bring mit. Moment, ich muss erst das Zombie und dann die Wildsau. Meine Güte. Weil der Zombie ist nämlich schon scharf, nicht? Immer reinhalten und einmal abdrücken. Irgendein triffst du immer. Ja, die eine Vieh rennt hinter mir und das andere Vieh kommt vorne. Also das wird schwierig mit dem immer reinhalten. Achso, ihr meint bei euch hier, Herr Horde, ja? So, Finanzmann ist runter. So. Hey, hey, hey. Lass die aus der Buchhaltung in Ruhe. Hier ist ein Zaun. Die Dicke ist tot. Alter, hier ist ein Zaun. Ich wusste doch. Ey, was war da doch? Das sind jetzt die Sau. Da ist die Sau. Die Dicke ist doch nicht tot. So war die Dicke ist nicht tot. Nee. Oh. Du hast gehört, die Dicke ist nicht tot. Nee. Aber die Krankenschwester ist hinne. Na Gott sei Dank, wenigstens eins. Das Gesundheitssystem ist gerettet. Oh, die Sau jagt mich. Nein! Fuck! Nee. Bin gestorben? Warum bin ich gestorben? Zova, du bist gestorben. Ich bin gestorben. Deswegen steht das alles da. Wir sind alle tot. Ich wurde von der Wildsau getötet. Ich war nicht weit genug weg. Die hat noch Fango gezogen. Scheiße. Was passiert denn, wenn man die mal auf die Oberweite trifft? Explodieren die dann? Oh, scheiße! Ja. Oh, Alter! Ja, die explodieren, dann hast du gemerkt. Oh, ein Schlag und tot, ey. Boah. Nee. Ja, du bist Kuba, Stufe 1 quasi nicht lebensfähig. Nee, du bist... Erscheine auf dem Bett. So, ich hole mir meine Tasche jetzt und dann krieg ich die sauber zu hören. Oh, Alter, Hier ist was los, Alter, Moppel. Lässt du ihn da in Ruhe? Achso, ich blute ihn. Hä? Nein, du blutest nicht. So, ich hab sie mal eben umgelegt. Ne? War das in Ordnung? So, Essen und Trinken brauche ich ja nicht. So, ich bin da mal meine Sachen holen. Erscheine auf dem Bett, ja, klar. Dumme Sau kriegt jetzt aufs Schwanz. Ich hab. Hier ist doch was los, das gibt's ja gerade. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Also seid mir nicht böse, aber das Spiel ist nichts für mich. Ey, das ist nicht für meine Nerven bestimmt. Echt, ohne Witz, ich bin psychisch am Ende, ohne Scheiß, ey. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ja, jetzt ohne Witz, ey, wie soll ich denn heute Nacht scheiße schlafen, ey? Erdbohrerteile. Wo ist denn mein Rucksack? Da ist mein Rucksack. Ich glaube, die sind für einen Erdbohrer. Nein. Erdbohrerteile. Glaube ich. Echt? Ja. Ich kack ab, du hast ein Erdbohrerteil gefunden. Mhm. Aber was ist das denn? Die Sau ist auch gestorben. Bin ich gut? Ich bin so stolz. Hier liegt ein Rucksack rum. Kuga. Ja, das ist mein Rucksack. Lass mal den Rucksack da liegen. Ja, ganz ruhig. Ich fasse deinen Kram schon nicht an. Hast du gehört, Kuga? Ja, aber... Kommst nicht gegen die anderen beiden, ne? Ja, und vor allen Dingen, was soll ich dazu sagen? Win-win. Bring dir das Leder. Alter Schwede, wie geht's das? Oder das Fleisch. Wie geht's uns eigentlich? Uns jetzt gerade so? Kaktus, also nein. Cool. Nein. Ich hab noch sieben Leben. Wo sind die? Leben? Wo sind ich bin auf 84 Mama? Runtergerutscht. Wo ist mein Rucksack? Da hinten. Hä? Wo? Hier hinten. Da liegen da. Da. Hä? Mal zu schiffen. Ja, wie das immer so spielt. Oh, ne? Nee. Ach, die Steine kriegst du nicht kaputt. Mist. Oh, da liegt. Was war das? Oh, ich hab Eisenrohr gefunden. Kurzes Eisenrohr. Ja, ein Eisenrohr. Gott, aber der Herr hat schon eine Schmiede, glaube ich, oben stehen. Ja, noch nicht. Warte noch. Das ist Eisenrohr. Ja, ich muss ja. Nee, Zeitticker drunter beim Craften. Achso. Ach, stimmt. Eier. Haben wir noch Eier? Oba, wir haben ein Eisenrohr. Warte, habe ich im Rucksack. Hast du im Rucksack? Lege ich in eine Kiste, weil ich habe gerade Bacon and Eggs gemacht. Ja, ich würde nämlich auch eine Minute. Lyris Vogelnest, da war Lyris Vogelnest drinnen. Ey, das bist du. Oh. Hör dir einen Holzbogen an. Ein Krabbler. Hast du die Sachen eigentlich unten, die in der Kiste waren, mitgenommen? So. Nee, ne? Nö, ich war ja hier oben die ganze Zeit. Vor der Tür, dann hole ich die mal eben, weil du das gesagt hast. 16, und die Zeit ist schon wieder durch, Freunde. Meine Güte, das rennt ja wie. Das ist ja, ne? Wie, so war, wir müssen dran denken. Ja. Müssen wir?
Wir müssen dran denken. Das tun wir. Das tun wir. Wir müssen dran denken. Woran denn? An was denn? Oh, jetzt hört doch mal auf. Jetzt geht mir nicht auf den Sack hier. Jetzt geht doch alle. Ich mag jetzt nicht mehr. Oh, nee, da ist wieder einer. Was ist denn das hier für eine Rampe hier? Ich geh mal hin. Ich pass mal ein bisschen auf den auf da. Ich glaube, das hat er nötig. Was ist das denn hier für eine Rampe? Warum ist hier eine Rampe? Ja, das ist der Straßenbauverein hier. Der hat echt Mist gebaut. Die waren bestimmt voll. So. Ach so, das ist eine Straße und dann hört die einfach auf. Da fehlt die Brücke. Hä? Wir bauen immer eine Straße hin und ja. Sova, guck mal. Komm mal hier runter. Ich gucke. Ja, ich weiß also nicht. Der Typ, der das fabriziert hat, der hat bestimmt sehr viel Geld bekommen. Also der Ingenieur war echt gut. Also der hat sein Abi mit 1,0 gemacht. Ich glaube, der wurde entlassen. So. Ich glaube, den haben sie angebissen. Oh, da ist ein Vogelnest. Da war ein Vogelnest. Nägel. Den haben die angebissen. Ne? Vogelnest. Den Meter hatte ich noch mal. Ah, Kumpel. Ey, das ist ein Vogelnest. Warte, ne. Kumpel. Pass mal auf, ich muss dich aber kurz mal hier die Dings, ne, erzählen, wie es hier weiterläuft. Hier. Ja. Wo ist denn dein Kumpel? Ich mache ihn gerade mal kalt. Oder kälter. Oh. Mach ihn mal kälter, mal so sagen. Ach, ich wollte ihn auch kälter machen. Oh, hier, so. Benzin, das wollte sich Kuga. Und Eisen hat sie auch nochmal mitgebracht. Tiefgefroren ist der Knaller jetzt. So, wo sind wir eigentlich jetzt hier? Wir sind in der Bibliothek hier. Nee, doch nicht. Ach, hier ist die Antekirche. Klamotten. Hä? Warum hatten die Stadt 3 Kirchen? Nee, 2. Ja, evangelisch-katholisch, hat Kuga doch gesagt. Und zur Not evangelisch-katholisch reformiert. Oder was weiß ich. Ja. Den trete ich bei, den was weiß ich. Wollen wir mal in so eine Kirche gehen, Zova? Komm, wir gehen mal in eine Kirche. Vorsicht, liegen zwischen den Bänken überall welche. Den, ne? Nehme ich doch gleich mal anziehen. Oh. So, jetzt habe ich Licht. Oh, er hat einen Minenhelm gefunden. Die Mine hat einen Helm gefunden. Die Ach, hier bist du. Helm gefunden, genau. Warum bist du hier in dem Haus, Zova? Ich bin in kein Haus. Bist du dann? Auf der Straße. Scheiße, ich Depp. Was denn? Wer ist denn? Wo bist du denn jetzt? Ich hab Tello geschmolzen. Aber hier ist noch 17. Bist du schon wieder. Normales Fett? Ja. Wo läuft denn der? Geh mal raus, ich geb dir mal die 17. Du bist doch gelb bei mir. Wollte die gerade nicht einschmelzen. Nee. Ach nee, du bist grün, Entschuldigung. Wir brauchen das. Mittlerweile das normale Fett für Fackel. Ich bin gelb, ich bin grün, ich bin was? Okay. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Das ist mir letztens auch schon passiert. Vertan, sprach der Hahn. Und? Ich pack nur mal eben schnell meine... Hat eine kaputte Axt. Habe, na, hier klasse. Rein. So, das Fleisch hier rein. Da läuft er. Halt mal kurz Wache, ich muss mir eine neue Axt bauen. Wie bist du denn? Nein. Der Stone, ne? Der hat aber auch Angst vor uns. Alles klar. Du passt kurz auf, ja? Ja, ich pass auf. Da. Warum habe ich Angst? Ja, du schläfst auf der anderen Seite. So, ich muss mal raus. Alter, ich habe nur 2 kleine Steine. Ich dreh durch. Da kommt noch mehr. Wir haben Besuch hier. Ja, Stein ist echt ein Problem hier in diesem Gebiet. Oh, ich muss trinken. Ah, fuck. Wir müssen unbedingt die Mine bauen. Ja, das ist so eine Nachtarbeit heute. Da sollten wir, glaube ich, mit anfangen. Ist nicht verkehrt. Wir sollten vielleicht jetzt hier gerade mal ein bisschen aktiv uns passiv halten. Aktiv passiv halten. Dora, warum stehst du hier mit einem Stein in der Hand? Wollte ich auch mal tun, habe ich schon lange nicht gemacht. Wo bist denn du jetzt? Ach da, er hat einen Bogen. Alter. Ja, ich habe einen Bogen, ich bin genau neben dir. Ich mache hier mal ein Loch in die Wand. Hast mich erschrocken jetzt. Ja. Wenn er schreit, dann ist gut, wa? Dora, warum haust du die Tür ein? Warum sind hier überall Leute? Warum? Genau. Hallo. Der hatte ganz stinkenden Atem. Ich hab's gerochen. Ganz genau. So, ich muss auch wieder. Also die Krabbler sind wirklich richtig aktiv, gell? Ja, die sind furchtbar. Spätestens seit 18 Uhr. Ja, da haben wir noch Zeit. So, und das war's. Ich hab gleich keine Pfeile mehr. Ja, deswegen. So, Freund der Sonne, jetzt kriegst du hier Feuer. Das kann ich dir sagen. Weil sonst. Ja, die wollte ich ja auch nicht. Oh, nee! Oh, du bist ja tot.
Wer war das? Hast du mich umgelegt, mein Freund? Nein, das war der Kollege hier. Ich habe sogar den Videobeweis. Der Kollege war es. Boah, jetzt ist der Zombie einfach aufgestanden. Ich glaube, das wird eine richtig geile Folge, das Ganze hier. Da steht der Zombie wieder auf. Ich brech ab, ey. Wir sterben mehr, als was wir leben. Ja, aber das Gute ist... Und sie im Livestream von mir letztes Mal. Und die Zeit ist auch schon wieder durch. Gestorben und Zeit ist durch. Super. Die Folge ist gestorben. Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, oben auf den roten Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf dem Kanal gerade los ist. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.